Also guten Morgen, Donnerstag, genau, letzte Donnerstag hier in Florida. Waren gestern auf dem Boot und allgemein, du merkst, nach so ein paar Wochen Training, merkst du es direkt, wir sind alle gerade ein bisschen tired of shit. Aber heute war nochmal ein geiler Tag und da müssen wir uns überlegen, wie wir das ganze Haus zusammenpacken. Wir haben so viel Essen noch übrig, Bro. Wir haben ganze Chickens im Kühlschrank. Ja, heute Mittag, heute Abend und morgen wird nur noch zu Hause gegessen. Ja, auf jeden Fall. Zu Hause gegessen und aufgeräumt, gepackt. Aber heute wird das mal okay. Wir haben heute, glaube ich, Upper Body Day. Und dazu so ein bisschen Explosiveness wieder. Das wird gut. Thursday is that one day where you're like, you gotta just get past it. You just gotta get past it, man. All the fatigue goes build up. So, guten Morgen. Wir haben Donnerstag. Es ist wieder ein großer Tag für Jakob am Start. Die Jungs sind schon auf dem Feld. Jakob ist auch schon im Warm-up drin. Ich springe gleich rüber und mache da Aufnahmen. Ich habe jetzt gerade die Stunde, während er in PT war, genutzt, um hier ein bisschen zu shooten. Ein bisschen Basketball zu trainieren. Rostet auch immer ganz schnell ein, also muss auch sein.
niggas, they been there. Look, that was on wit. I can water around my neck. My dog town. I was down, but I'm up now. Ben. Ben. Hey! Low. Get out! Start to the left. Yeah. That's it. Low. Low. Charge it! So, what's up, Marcelo? What it do? How's everything? Wir haben, Jakob und ich hatten es gerade davon, heute ist ein bisschen mehr los. Woran kann es liegen, Digga? Also mittlerweile kommen, glaube ich, auch die letzten Jungs aus dem Urlaub zurück. Es sind jetzt Minimum 1 bis 2 Wochen noch bis Trainingslager. Das heißt, jetzt ist noch mal ein bisschen Gas gegeben. Du siehst hier gerade ist Drew Lieberman von Sideline Hustle, Wide Receiver Coach. Wer, was hat der an? Das weiße T-Shirt. Ah. Und dann die normale Workout-Gruppe, unsere 8.15 Uhr-Gruppe war voll heute. Die 9.30 Uhr-Gruppe, die jetzt gerade anfängt, ist voll. Also Camp kommt immer näher. Jetzt müssen wir noch mal Gas geben. Business and like NFTs and all that stuff. Exactly, that's awesome. Crazy. Hey, he knows Chris Azala. Shout out to Chris. Best of two, best of man. Always be like, Chris. Go, that's the goal right there. I hope you're doing good, buddy. So my cousin is good friends with Chris, and they play together with their Baltimore Ravens, and they play together in the CFL. So it's a good opportunity for them to get together, and we've all been a big family now. Cool. Shout out to you, Chris, man. Do you play football yourself? Yeah, I play football. I played at Kentucky State. I was an All-American there. And I just now signed for the new league, the Major League Football League. So we'll see what happens from there. Cool. For the NFL team. What position? I'm a punter. Oh, okay. Kicker punter. I think I saw you the other day. Yes. I already recorded some punts. Yeah. You know how it is in Europe. Like in Europe, the special teams are suffering, and then especially I don't know if you've seen if you watch any ELF games, like the new league they have over there. Yes, I did. My friend just signed for running back. The punters over there, horrible. You know what I mean? Like it'd be like a punt, and then it'd be like -10 yards. So he was like, Philip was talking about. He was like, man, the punter out there, he put the ball in the same spot every time. I was like, yeah, man, that's what they do. Very different American, very competitive over here. We got a lot of. Bro, don't do them ELF punters like that. Oh yeah. My man. That's a couple good ones out there. There's a couple good ones out there. But you gotta stop punting negative yardage for me to fucking put some respect on it. Oh, you got some beef out there, guys. You gotta call him out, make him punt some balls now. See what he can do.
Was ist das, Digga? Das ist ein bisschen Elektroschock-Training hier für den Quad-Muskel, damit das Knie richtig feuert. Wir haben gerade einen Anruf bekommen von Max Pircher von den LA Rams, Super Bowl Champion. Der hat gemeint, wir sollen später vorbeikommen zu seinem Haus in Fort Lauderdale. Ich glaube, er will uns ein bisschen eine Tour geben von seinem Sport, ein bisschen über den Super Bowl quatschen. Also, es wird, glaube ich, spannend. Jakob macht jetzt sein PT fertig, so wie die letzten Tage auch, üblicherweise. Und ich gehe jetzt nochmal in den Pool, tu mir da die Zeit vertreiben, ein paar Bahnen schwimmen. Und genau, die Zeit in Florida hat jetzt langsam ein Ende. Beziehungsweise wir fliegen morgen Abend nach Jacksonville. Da hat Jakob am Samstag noch sein Camp, sein Jugendcamp. Und dann geht es am Sonntag von Jacksonville nach Las Vegas. Heute ist das vorletzte Training, morgen Vormittag gibt es noch ein Training. Und ja, ich würde sagen, es war eine gute Zeit. Wir haben gutes Footage bekommen. Wir haben einen richtig guten Einblick in das Training bekommen. Jetzt gegen Ende wiederholen sich die Sachen natürlich. Das Wochenprogramm läuft immer ähnlich ab. Letzte Woche haben wir eigentlich jeden Tag abgefilmt. Diese Woche auch fast. Jetzt kamen noch ein paar andere Leute dazu. Zwischenzeitlich kommen auch mal neue Übungen rein. Also bleibt spannend. Aber ja. Bin mal gespannt, was in Las Vegas noch so anstehen wird. Leider nicht ganz geklappt, aber eineinhalb Bahnen. Vorletzter Tag bei Bomberito. Er hat nochmal richtig hops genommen heute. War eine 8.15 Uhr Gruppe, komplett durchgeschwitzt, meine Hose, mein ganzer Körper. Ich fühle mich aber richtig gut. Die Vorbereitungszeit hier war richtig Hammer. Wir haben morgen nochmal einen Tag, wo wir wahrscheinlich Conditioning machen. Und jetzt den Rest des Tages habe ich noch Pilates. Und wir treffen noch einen Super Bowl Champion. Das heißt, wir haben noch einiges vor. Aber für heute sind wir hier durch. Say goodbye to Bomberito. Let's go. Okay, say goodbye, Bomberito ist noch nicht gesagt. Vielleicht komme ich ja morgen nochmal mit. Aber ich denke, ich komme morgen nochmal mit. Ja, morgen wird auf jeden Fall kürzer. Ich habe Coach Pete, glaube ich, vorhin dabei erwischt, wie er mit einem anderen Coach gesagt hat, dass wir morgen den Conditioning Run machen. Der Conditioning Run hat es auch richtig in sich. Aber wenn es der Fall ist, dann sind wir zumindest schneller fertig auf dem Feld. Dann wird morgen nicht so lange gehen. Ja. Dann gehen wir raus, wir rennen. Der rennt uns kurz in den Grund und dann sind wir fertig. Okay, geil. Bye. Have a good one. We'll be there tomorrow. It's our last day tomorrow. I'm always here. You're never. You come at 8:15 in the morning. Yes. I'm not trying to wake up that early. Where we're from, we have a saying. It goes, the early bird catches the worm. Okay. Okay. So you gotta remember that. Like, you're early, you want to get the work done. I get the work done even though I come later though. I gotta work on my speech. I gotta figure out what I'm gonna say. Yeah, that's important. It's important. I'm bad at coming up with speeches on. You know, you don't wanna come up with a bad speech in front of the kids. Like, that's embarrassing, you know? Isabella, you wanna say goodbye to today's vlog? Yeah. No. Hey, tell them what's going on the socials, man. So wait, what do I say? She's a soccer player, 20 years old. Got no team right now. Pick her up in Germany. Yes. Oh my god, yeah. I should be playing in Germany somewhere. You guys want to help me out with the team over there? Help me! And then I'll learn your language. But I know some Dutch. That helps a little bit. But you guys... Goodbye, see you. Wenn das jemand schaut, der mit Frauenfußball in Deutschland zu tun hat, pick her up. Isabella. She's working hard. Here we go, wir haben Nachmittag. Die Drohne hat geladen. Der Kuchen wurde zerlegt. Hoffentlich nicht von Jakob. Nee. Sprippys Kuchen, aber Karottenkuchen ist sowieso voll eklig. Ja, voll. It's carrot cake. It's Britney your shit. Wir machen hier gerade Meal Prep für unseren Afternoon Barbecue bei einem Super Bowl Champion in der Ferienwohnung.
wir sind da. Wir versuchen jetzt noch Max zu erreichen. Ich gebe mal ein kleines Update. Also wir haben ungefähr eine halbe Stunde hierher gebraucht nach Fort Lauderdale. Wir waren sozusagen in der Mitte zwischen Miami und Fort Lauderdale. Halbe Stündchen jetzt hier nach Norden gefahren. Treffen jetzt den Max Pircher. Der wohnt hier anscheinend in irgendeinem Apartment. Wir haben keine Ahnung wo. Jakob versucht ihn gerade zu erreichen. Und dann wird der Grill angeworfen, dann wird im Pool gechillt, wird ein bisschen gelabert, ein bisschen connected. Let's go. Hey, schau mal, wer da herfährt. Hey. Yo, that was nice. Is it in the lobby of the hotel losing his way? By the way, wo wir gerade beim Football-Thema sind. Ja. Yeah. Was hat es euch auf sich mit dem Strap? Und zufällig hast du den gleichen Strap an. Wir sind Sparfüchse. Das sind sogenannte Whoop-Straps. Die sind Schlaftracker und Exercise-Tracker. Die sagen dir, wie viel du recoverst und wie viel du dich anstrengst. Ja, durch deinen Strain-Level. Und so Sparfüchse wie wir zwei wissen natürlich, dass du die kostenlosen Kicks von der NFLPA. Und das ist so was reinbekommen, würde ich sagen, oder? Ja, ich hab zwei bekommen. Ich hab einmal den hier bestellt und dann ist der aber irgendwie ewig nicht gekommen. Dann habe ich denen nochmal eine E-Mail geschrieben und dann haben sie mir noch einen zweiten geschickt. Show your wrist. Oh. Okay. What are you doing? Sollte ich eine E-Mail schreiben? Ja, musst du machen, Bro. Musst du machen. Die schicken mir den doch als du. Entschuldigung, I came home one day, there's a label maker on the table. I'm like, why did you buy a label maker? You know what I mean? We just talked. Him via text is impossible. It's crazy. And then he gets mad at you. He's like, my phone. You know my phone, man. I'm like. Yes, my dear man. Actually, I think I finally made them private, my GFL youth highlights. But yeah, I grew up playing over there, and I think I started in 2007 or something like that. I did a little bit of flag football, worked my way up. I went over to Jacksonville, did one season for the Reball Trojans on the north side, and then went to Tennessee. I got Tennessee 2014. Alright, Jakob, wie sieht's aus am Grill? Sieht gut aus. Ich tue so, als ob ich weiß, was ich tue, was ich am besten mache. Und ich glaube, am Ende ist das Ganze nicht alles schwarz. Was haben wir auf dem anderen? Auf dem anderen Grill haben wir hier fünf Spatchcock Chicken. Exactly, genauso wie geplant. Hier drei mit Carolina Gold Barbecue Sauce und zwei Jamaican Jerk Chickens. Alright. So, Essen fertig. Essen ist fertig. Am Ende musste Brittany mir doch mal ein bisschen helfen. Aber sieht gut aus, das Chicken ist gut geworden. Die Kartoffeln sind ein bisschen dunkel. Der Mais ist ein bisschen dunkel, aber ist alright. Sieht gut aus. Let's eat. Let's eat! Nein, die wahre Antwort ist die. Was sagst du jemand, der dich fragt, warum du ein Walmart-Card fährst? The owner of the Rams. You work for them. Nice. War ein stabiler Tag, entspannt ausklingen. Morgen ist mein letzter Tag hier in Fort Lauderdale. Das heißt, wir haben nochmal gut gegessen, mit Max ein bisschen gechillt. In der Presence eines Super Bowl Champions, das ist auch gut. Genau. Ja, das Essen war sehr, sehr gut.
Danke nochmal. Sag's nochmal lauter, sag's nochmal lauter. Das Essen ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. There we go. So, Jakob, seine Freundin, definitiv eine Karriere nach Football als Grillmeister. Yes, mein Name ist Max, ich komme aus Südtirol und das ist mein zweites Jahr in der Liga mit den LA Rams. Ich komme aus demselben Programm wie Jakob, praktisch sein Nachfolger, yes, auf einer anderen Position. Und ja, ich habe angefangen bei den Swaco Raiders. Ich bin dann ein Jahr nach Hildesheim und von dort direkt in die Stadt. Und aus dem IPP ging es zu welchem Team? Zu den Rams, LA Rams, nach Los Angeles und ja. Muss man sozusagen, sag nochmal den Leuten noch, wie alt du bist. Weil das ist ein Fakt, das ist crazy. Also ich bin 99 geboren, bin jetzt 22 Jahre alt. Wow. Das muss man geben. Der Kollege ist jetzt gerade so alt, wie wahrscheinlich ich war, als ich in meinem zweiten Jahr im College war. Und der geht jetzt in sein zweites Jahr in der NFL. That's crazy. Wie groß bist du, wie schwer bist du? Ich bin 2,1 Meter und 145 Kilo. Okay. Welche Position? O-Line, Offensive Tackle. Wir sind in Fort Lauderdale, wir haben Jakob, seinen Freund, eingeladen bei uns zum Grill. Und sie haben alles mitgebracht und es war ja, richtig gut. Okay. Ein cooler Tag. Wer sitzt hier zu meiner Linken? Meine Freundin Katie. Hi. Ich komme aus Florida und sie lebt mit mir hier in Fort Lauderdale. Und, ja. Cool. Danke dir. Tschüss. Peace. Wir sehen uns in der Preseason auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ist in der Regular Season auch mal ein Matchup in der Nähe? Ja. Ja, also wir sehen uns zweimal nächste Season. Mhm. Ansonsten, du bist in Vegas, hit me up. Appreciate it. Danke euch. Thanks for the hospitality. Face off. LA Rams versus Raiders. Face off. Focus. Wait. Nice. What we got right here, man. Come in tennis. Here. Focus, man. Focus. That's it. We got it. Und grillen bei Max. Super geil. Hammer Typ, Mann. Auch mal gut, dass wir euch vorstellen können. Den kennt man in Deutschland ja, glaube ich, noch nicht so gut. Aber Hammer Typ. Wir sehen ihn zweimal dieses Jahr. Bis dahin, das war's jetzt erstmal. Und morgen ist unser letzter Tag hier. Let's go, time to sleep. Never seen nothing like that before.